Noch brennt sie nicht, unsere Osterkerze mit ihren beeindruckenden 1,40 Meter. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie heute in unsere Kirchen kommen, werden Sie das Osterlicht finden. Und das verkündet uns, Christus ist von den Toten auferstanden. Sein Licht vertreibt das Dunkel. Und diese Botschaft soll sich ausbreiten wie ein Lauffeuer. Und auch unser Taufbecken bleibt in diesem Jahr leer. Zur Feier der Osternacht gehört es dazu, dass wir das Wasser weihen und uns dankbar an unsere Taufe erinnern und unseren Glauben bekennen. Liebe Schwestern und Brüder, das können wir in diesem Jahr leider nicht tun. Mein Wunsch zu Ostern ist es, dass wir, sobald wir wieder hier in unserer Pfarrkirche gemeinsam Gottesdienste feiern können, dass wir einen großen Tauferinnerungsgottesdienst feiern und dann gemeinsam unser Christsein feiern. Und wer weiß, vielleicht können wir dann auch sogar einige Kinder taufen, deren Taufen im Moment aufgeschoben werden muss. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und jetzt lassen Sie uns singen. Das gehört auch zu Ostern dazu. Lukas Maschke begleitet uns an der Orgel. Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erschienen. Ihnen allen im Namen unseres ganzen Seelsorgeteams von Herzen frohe und gesegnete Ostern.